Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hier ist Mac vom Bruckturm. Hier liegt ein bisschen was. Was ist das? Dichtungsringe, Interdentalbürsten, Klobürsten für kleine Figuren, Plastiktöpfchen, irgendwelcher Kram, ein Tuch. Nein, das ist ein Reinigungsset oder ein Service-Set von Harder & Steenbeck für eine Airbrush-Pistole. Nun ist es ja so, es gibt zum Beispiel die Firma Harder & Steenbeck, made in Germany. In einem wunderschönen Kunststoffgehäuse befindet sich nämlich die Evolution 2-in-1 Airbrush-Pistole. Das ist ein schönes Teil, denn es ist richtig hochwertig. Es ist nicht irgendwie so ein China-Kram, den man zwei, dreimal benutzt, dann ist die Düse verstopft, dann sind die Gewinde ausgenuckelt, dann ist alles kaputt und es ist einfach nur noch keine Airbrush mehr, sondern nur noch eine Farbspritze, eine elende Farbspritze. Ich kenne das Spiel, ich habe das durchgemacht, ich habe so eine billige Airbrush jetzt die ganze Zeit benutzt. Leute, das ist alles nicht schön. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich einen Kooperationspartner gewinnen konnte, nämlich Airbrush4U, die mir freundlicherweise dieses schöne Gerät zur Verfügung gestellt haben. Und damit werde ich demnächst meine ganzen Modelle und meine ganzen anderen Sachen schön in Szene und beziehungsweise mit Farbe verzieren und verschönern. Kurzes, knappes Ding. Ich bin kein Profi in Sachen Airbrush. Ich habe in den 80ern mit Airbrush mal angefangen, habe eine kleine Sprühdose, war das damals, und eine Airbrush-Pistole von meinem Vater geschenkt bekommen und habe damit so halt Illustrationen gefertigt, also mit Schablonen, Wolken gemacht und Männchen und weiß ich was alles, ne? Dann habe ich lange Jahre nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Und dann habe ich irgendwie vor 2 Jahren wieder angefangen mit Modellbau, beziehungsweise letztes Jahr intensiv. Und da fiel mir halt auf, mit dieser alten Airbrush-Pistole, ich versaue mir eher die Modelle, als dass ich sie irgendwie gut hinkriege. Und es ist ja auch so, ich bin ja Anfänger oder fortgeschrittener Anfänger, aber ich bin halt kein Profi. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, ja, bevor ich mir die Modelle versaue, besorgt ihr doch mal eine anständige Airbrush. Das Thema Modellbau ist wieder intensiv bei mir. Da kommt auch einiges. Und ich habe auch mit Revell einen tollen Partner gefunden und mit diversen anderen Firmen. Das macht echt Spaß. Und durch diese ganze Corona-Krise habe ich mich damit viel befasst, weil viele andere Dinge, wo ich aktiv teilnehmen hätte sollen, halt ins Wasser gefallen sind, beziehungsweise einfach gestrichen wurden. Und was natürlich auch sehr schade ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bin dadurch wieder verstärkt zum Modellbau gekommen. Ich habe hier richtig coole Sachen mittlerweile. Ich habe coole Modelle. Ich habe von Tamiya was bekommen. Ich habe von Italieri was bekommen. Von Revell, Bandai und wie sie alle heißen. Also das sind richtig coole Sachen. Und da werdet ihr noch einiges sehen, insofern es euch interessiert. Zur Airbrush zurück. Also wie gesagt, dieses feine Stück, die Evolution. Ja. Wirklich hochwertig gearbeitet, hat die Funktion 2-in-1. Warum 2-in-1? 2-in-1. Sie hat Luft- und Farbregulierung. Hinten kann man es einstellen, wie stark der Druck ist, beziehungsweise wie stark man drücken kann. Also wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel den Hebel nach hinten bewege, kann ich es hier hinten am Rad einstellen, wie weit ich den Hebel bewegen darf. Das ist für uns Anfänger sicher nicht verkehrt. Entschuldigung, damit wird nämlich der Farbfluss reguliert. Unten halt Luft rein, vorne raus damit. So, und hier oben kann ich regulieren. Ich kann hier halt die Luftmenge und die Farbmenge durchdrücken und nach hinten ziehen, regulieren. Warum 2-in-1? Es gibt zwei Becher, einmal den kleinen Becher für wenig Farbe und einmal den großen Becher. Sehr einfach zu installieren, sage ich jetzt mal. Mit, ups, ja, sehr einfach, haha, Vorführeffekt. Mit Schraubverschluss. Na, komm schon. Ich lasse das jetzt auch so drin, damit ihr mal seht, wie das nämlich ist. Viele schneiden das ja raus. Aber ich bin jetzt zu dumm dazu. Oder ich krieg's hin. Ich krieg's hin, natürlich kriege ich's hin. So, das ist zum Beispiel für Flächen und Grundierung, wenn man halt mehr Farbe braucht. Das ist ganz praktisch. Und hier wieder den kleinen Becher. Es lässt sich wirklich einfach installieren. Sieht bei mir nur ein bisschen dämlich aus gerade. Macht aber nichts. Also mit ein bisschen Übung kriegt man das schnell hin. Schönes Drehgewinde. Ich nehme sie jetzt nicht auseinander. Viele kennen ja eine Airbrush. Innen drin ist halt die Düse bzw. die Nadel. Dazu gibt es hier noch eine 0,4er Nadel.
Und innen drin ist eine 0,2 Nadel für feine Sachen. Die Vierer für Flächen und Grundierung. Es reicht vollkommen. Vielen Dank an dieser Stelle wirklich nochmal an Airbrush4U für den Support und die tolle Kooperation. Da kommt noch einiges. Ihr dürft gespannt sein. Zu den Sachen hier, wie gesagt, Reinigungsnadeln. Diese Kappe, das, man denkt erst, ah, was soll das, ein Urla Plastikdeckel hier. Aber wenn man reinigt, steckt man es hier vorne rauf. Man macht Reinigungsflüssigkeit bzw. Lösemittel, was man auch immer benutzt, oder Wasser. Gibt Luft, es blubbert hier drin und damit macht es ein bisschen was sauber hier vorne. Und es kommt hier vorne nicht raus. Also Deckel drauf, fertig. Gute kleine Idee, man muss halt Ideen haben. Ansonsten Nadeln zum Reinigen der Düse, Bürsten ebenfalls zum Reinigen. Ganz wichtig, Dichtungsringe für die verschiedenen Modelle. Also wir haben ja die Evolution, Infinity und so weiter von Heidelberg Stainless. Und da ist für jeden was dabei. Ein Mikrofasertuch und alles kommt in ein netten kleinen Täschchen aus Kunstleder, damit man alles beisammen hat. Das habe ich mir gesondert besorgt, weil ich dachte, wenn ich schon ein gutes Gerät bekomme, dann kann ich es auch gut pflegen. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube, keine Ahnung, 20, 30 Euro oder so. Muss ich nochmal gucken. Ansonsten, wie gesagt, das war jetzt erstmal kurz und knapp mein kleines Video, meine Impression zu dieser wirklich schönen Evolution, die ich schon richtig cool finde. Selbstverständlich habe ich dafür auch einen Kompressor und Schläuche und den ganzen anderen Kram, der dazu gehört. Was mir in dieser Zeit von Corona wirklich fehlt, ist eine Maske. Man sollte wirklich eine Maske aufsetzen. Aber das kommt dann auch noch, weil Masken sind ja momentan sehr begehrt und ausverkauft. Und Absauganlage habe ich bereits und natürlich die entsprechenden Farben. Und da wird noch einiges kommen, wenn ihr Interesse dran habt. Also einfach dranbleiben oder schaut vorbei auf Burgturm. Link ist unten. Ich lasse das so geschnitten. Ich finde es nämlich doof, wenn Leute Videos schneiden und das immer so abgehackt ist. Zack, 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 zack. Das wirkt unnatürlich und ich bin, wie ich bin. Ich mache auch meine Fehler. Ich verspreche mich auch mal. Also gebt mir einen Daumen nach unten dafür, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist auch okay. Okay, vielen Dank. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss, Mac vom Burgturm.